Wir waren schon wirklich gute Kicker, und wenn man dann wirklich 5 gegen 2 im Kreis spielt und man denkt sich, also das Niveau kann eigentlich gar nicht mehr höher gehen, wenn du da mit Neymar, Di Maria, Mbappé, Dani Alves, wer auch immer, 5 gegen 2 spielst, wenn du da einmal in der Mitte bist, du kommst halt auch nicht wieder raus. Ne? Und dann kommen die und bringen den Messi noch aus Barcelona, der irgendwie 8 Wochen im Urlaub war, der sich gerade zum ersten Mal wahrscheinlich seine Fußballschuhe zugeschnürt hat, so halbwegs. Und der stellt sich dann da in den Kreis und der spielt halt eine halbe Stunde und macht einfach nicht einen Fehler, dann denkst du dann irgendwann, okay. Und wenn man dann natürlich in eine neue Mannschaft kommt, die vielleicht schon eingespielt ist und man der Einzige ist, der das System noch nicht so ganz verinnerlicht hat oder der noch zusätzlichen Input braucht, und ja, man könnte dann auf Coach Whisperer zurückgreifen, wenn jemand in deiner Sprache spricht, dir während des Trainings Anweisungen gibt, was du zu verbessern hast oder was der Trainer sich anders vorstellt, ohne dabei das ganze Training zu unterbrechen und die anderen Spieler in ihrem Fluss zu stören. Also das ist, glaube ich, dass das sich durchsetzen muss. So, der hat alles im Leben erreicht. Der hat 16, 17 Jahre bei Real Madrid gespielt und der kommt dann nach Schalke. Und wie er sich so der Mannschaft angenommen hat, wie er versucht hat, seine Erfahrung einzubringen, wie er versucht hat zu helfen, neben all seiner sportlichen Kompetenz oder seinen sportlichen Fähigkeiten. Ja, wie er mich so an die Hand genommen hat, mir Sachen gezeigt hat, mein Spiel verbessert hat, mir auch beigebracht hat, einfache, simple Dinge, wie man sich im Team verhält, wie man sich gegenüber den Familien von Teamkameraden verhält. Das war einfach ein Gentleman. Sportfunk, wo Sport auf Business trifft. Powered by Coach Whisperer. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuhörerin. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Sportfunk, der Podcast, wo Sport auf Business trifft. Ich bin Josie, spiele beim FC Carl Zeiss Jena in der zweiten Frauenbundesliga. Bin hier mit Elli Scheffe, dem Gründer von Coach Whisperer, Philipp, auch Sprecher vom Startup-Verband in Thüringen. Servus. Hallo. Hallo. Wir haben heute hohen Besuch. Wir haben einen WM-Sieger, deutscher Pokalsieger, viermaliger französischer Meister, viermaliger französischer Pokalsieger, ein Mann, der mit Caligiuri zusammengespielt hat. Neymar und Messi durften mit ihm spielen. Weißt du, wer es ist? Ich glaube schon, ja. Wer denn? Ist es Julian? Julian. Richtig, Julian Draxler. Servus, Julian. Hallo geht's? In die Runde, hi, hi. Servus. So, Julian, schön, dass du hier bist. Was bringt dich denn heute zu uns? Ja, der erste Podcast meines Lebens. Also, große Ehre, wir freuen uns. Ich habe mich da was verschrieben und aus der Sache komme ich jetzt nicht mehr raus und jetzt sitze ich hier und mache tatsächlich meinen ersten Podcast. Ich meine, ich höre zwar ganz gerne Podcasts, aber jetzt mal selber da drin zu sitzen, ist wirklich meine erste Erfahrung damit und ich glaube, es wird cool und freue mich auf ein cooles Gespräch. Sehr schön. Danke. Wir uns auch. Wir freuen uns auch. Für uns ist es ja auch ein Highlight. Haben nur eine Folge 0 mit uns selbst gedreht. Aber jetzt nochmal zur Frage. Wie gibt es die Verbindung Coaches Brown und Julian Draxler? Ja, muss man ein bisschen ausholen. Ich meine, ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre im Fußballgeschäft dabei und habe so zuletzt in den letzten ein, zwei Jahren vermehrt meinen Punkt Schwerpunkt gelegt auf Startup-Investments und Investments generell und war dann mit meinem Bruder Patrick in Verbindung mit der Founders League und habe mir da ja eine Show angeschaut und da ist mir Coach Whisperer ins Auge gesprungen und habe da auch in der Show meinen Senf dazugegeben und fand die Idee super. Ja, war begeistert von der Idee, von der Aufmachung, wie weit man schon war und dadurch, dass mein Bruder vor Ort war, hat man dann den Kontakt intensiviert und ja, daraufhin habe ich investiert, bin dabei im Team und freue mich und bin sehr gespannt, was da die Zukunft bringt. Ja. Sehr gut. Also ich habe es auch nur online gesehen, ich war nicht vor Ort dabei. Ich weiß ungefähr, wie es war, aber für die Zuhörer, Philipp, du wusstest ja auch nicht so richtig, was da abgeht. Du hast deinen Pitch gehalten und auf einmal war Julian Draxler da über Fernseher eingeschaltet. Wie war das für dich? Ja, es war echt, es war im Allgemeinen eine sehr, sehr geile Show und dass wir die gewonnen haben, war natürlich dann die Kirsche auf der Sahnetorte, wie man so schön sagt. Für uns war es
enorm begeisterte Stimmung dort vor Ort, weil es war eine Live-Show, das heißt, es waren einerseits Zuschauer vor Ort, aber auf der anderen Seite natürlich auch im Stream. Das heißt, man wusste, man spricht nicht nur vor den Menschen vor Ort, vor der Jury, sondern man muss in 3 Minuten auch die Leute im Stream überzeugen. Auch das Produkt, was bei uns natürlich sehr, sehr erklärbedürftig ist, in 3 Minuten mit Geschäftsmodell und allen drum und dran erklären. Und das ist natürlich eine ganz, ganz große Herausforderung für uns gewesen. Zudem wusste ich auch, weil ich im Publikum gesehen habe, war auch noch Ovo da, der war ja dann auch mit auf der Bühne, Patrick Ovo Moyela, der dann auch noch Feedback gegeben hat. Und direkt danach, nachdem Ovo mit da war, kam die Zuschaltung zum Überraschungsgast, beziehungsweise der uns dann auch nochmal Feedback gibt. Und ich weiß noch, wie ich auf den Bildschirm geschaut habe, der schwarze Bildschirm dann aufgeleuchtet habe und auf einmal war Julian da. Im Nachgang klingt das natürlich wie eine Love Story. In dem Moment war das natürlich aber auch sehr, sehr aufregend, weil ich nicht wusste, was kam. Wer wird da jetzt gerade gleich vor mir sitzen? Wer wird vielleicht darauf reagieren, was wir gerade präsentiert haben? Und umso glücklicher war ich, als Julian dann eben uns auch sehr, sehr positives Feedback gegeben hat. Sehr schön, sehr schön. Also für uns war es ja einer der größten Business-Titel, die wir bis jetzt gewonnen haben. Wie war es aber für dich, als du den wohl größten Titel für dich gewonnen hast, also für dich, für das Team, den WM-Sieg? Wie war das, als du die Trophäe in der Hand hattest? Also zunächst mal wollte ich noch sagen, es gibt ja böse Zungen, die behaupten, dass ihr den Titel nur gewonnen habt, weil ich so positives Feedback gegeben habe. Ich weiß nicht, ob da was dran ist, aber... Ah, gut. Keiner Spaß. Nein, Titel ist ein gutes Thema, also Titel habe ich in meiner Karriere auch einige gesammelt und klar, die Leute wollen halt meistens wissen, wie war es bei der WM 2014. Sicherlich der größte Titel in meiner Karriere, der größte Titel, den man überhaupt gewinnen kann. Und ich war sehr, sehr jung, ich war gerade erst 20 Jahre alt. Von daher ist es jetzt schon wieder ein paar Jahre her, aber war halt damals mit 20 Jahren konnte ich das noch gar nicht so richtig einordnen, welche Größenordnung das überhaupt in meiner Karriere hat und ja, welche Rolle das auch in meiner weiteren Karriere spielt, weil irgendwie Weltmeister wirst du einmal 2014, aber bist es irgendwie dein ganzes Leben lang und die Leute werden dich immer damit in Verbindung bringen, auch wenn meine Rolle jetzt in dem Turnier eher ja weniger gewichtet war als die beispielsweise vom Philipp Lahm oder Bastian Schweinsteiger oder wie auch immer, weil die halt einfach schon in einer ganz anderen Phase ihrer Karriere waren, aber macht mich unheimlich stolz, dass ich da dabei war, habe auch im Halbfinale gegen Brasilien das legendäre Spiel da mitgemacht und ja, wie gesagt, also es gibt als Fußballer nichts Größeres und ich habe immer das Gefühl, umso mehr die Jahre vergehen und umso länger es her ist, umso mehr wird man sich eigentlich bewusst, was man da erreicht hat. Und während der Karriere geht manchmal alles so schnell, dass man gar nicht so die Zeit hat, das so zu reflektieren. Aber jetzt mittlerweile, man ist Weltmeister und wird es auch halt für immer bleiben. Schön. Ist ja auch nicht so, als würde man alle 4 Jahre immer mit einer Selbstverständlichkeit Weltmeister werden können. Dafür gibt es einfach zu viele, zu gute Teams und wir haben ja auch gesehen in der jüngsten Vergangenheit, dass das eben was ganz Besonderes ist, weil dieses Selbstverständnis, Weltmeister zu werden, das gibt es eben nicht, weil dafür sind die anderen Teams einfach schlichtweg qualitativ auch einfach sehr, sehr stark besetzt. Und zwei deiner Kumpels, mit denen du ja auch Weltmeister geworden bist, die sind ja auch wie du jetzt fleißig am Investieren und ich würde schon sagen, in der Investmentszene schon als Stammspieler etabliert. Ich meine natürlich André Schürrle und Mario Götze. Und meine Frage ist, tauschst du dich denn auch mit Profikumpels neben Fußball und Alltag auch eben über Investments aus? Oder machst du das eher im kleineren Kreis mit Management, mit Beratern? Ich sag mal, sowohl als auch, also sowohl mit Mario als auch mit Schü hat man schon mal ab und zu über das eine oder andere gesprochen, ohne da aber groß ins Detail zu gehen, weil es natürlich doch sehr private Entscheidungen sind und da geht man nicht so sehr ins Detail. Man fragt natürlich schon mal ein bisschen nach gewissen Erfahrungen, die der ein oder andere gemacht hat. Und mit Schü ist der Kontakt noch ein bisschen intensiver als mit Mario. Und wie du schon gerade gesagt hast, die beiden sind natürlich mittlerweile ja sehr, sehr gut vernetzt. Die sind mittendrin im Spiel, sag ich mal, und haben da auch Spaß dran. Und bei mir ist es vielleicht so, dass ich noch ein bisschen in der Anfangsphase stehe, so meine ersten Schritte mache und die sind mir vielleicht da schon 1-2 Schritte voraus. Aber klar, man tauscht sich da unter anderem mal aus, aber wenn es dann wirklich
um eine Entscheidung geht, wie jetzt zum Beispiel Coach Whisperer, da habe ich jetzt nicht nach der Meinung von Mario oder nach Schü gefragt, sondern das bespricht man dann in seinem innersten Kreis und tauscht sich da aus, überlegt, ob das Sinn macht, ob es keinen Sinn macht und dann kommt man da zu einer gemeinsamen Entscheidung, vor allen Dingen mit meinem Bruder, mit dem ich die Investmentgeschichte da zusammen mache und dann hört man mal natürlich mal links und rechts verschiedene Meinungen an, aber im Endeffekt die Entscheidung liegt dann bei mir und bei meinem Bruder und da hoffe ich und glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind und jetzt mit euch, mit Coach Whisperer oder mit uns da ein super Match haben und dann werden wir mal sehen, was daraus wird und wie sich das entwickelt. Ich hoffe natürlich, dass da genauso eine Karriere draus entsteht wie deine Fußballkarriere. Auch da warst du ja schon als in deinen Anfangsschritten, sage ich mal, als junger Spieler, warst du ja sehr, sehr erfolgreich. Ich muss mich da zurückerinnern, gerade 2010, 2011 DFB-Pokal schon gewonnen, gegen Duisburg 5-0. Und da warst du ja auch Torschütze zum 1-0 mit einem, ich glaube, Volley-Traumtor aus ungefähr 16 Metern. Wie war es für dich, diesen Titel zu gewinnen? Also ich würde fast sagen, dass der Titel mit Schalke im DFB-Pokal so der emotionalste Titel war, weil man war einfach noch fast ein kleiner Junge und es ging alles so rasend schnell. Ich habe im Januar mein erstes Spiel gemacht und habe im Mai auf einmal meinen ersten Titel gewonnen. Und da komme ich dann wieder so ein bisschen drauf zurück, dass man das in dem Moment dann selber gar nicht so richtig einordnen kann, weil die Karriere geht los und alles läuft und jeder sagt einem, wie gut man ist, wie jung man ist, wie toll man ist und dann gewinnst du noch Titel und schießt das Tor im Finale und. Und man sieht das dann irgendwann so ein bisschen als selbstverständlich an, was natürlich auch dafür spricht, dass man irgendwie erfolgreich ist, aber es ist natürlich jetzt so mit fast 30, wenn man sich auch die Entwicklung anguckt im Fußball oder auch von Schalke, die jetzt leider im Moment in der zweiten Liga sind, dann hat das einfach nochmal unglaublich viel mehr Gewicht, weil man einfach weiß, man hat ja den letzten Titel geholt für seinen eigenen Verein, wo man aufgewachsen ist, wo man praktisch sein ganzes Leben verbracht hat. Und von daher, man sieht so auf der einen Seite, wie schnell so eine Karriere dann wirklich voranschreitet und wie schnelllebig das Geschäft ist. Und viele von den Titeln, die ich gewonnen habe, die werden sicherlich im Nachhinein nochmal viel mehr Bedeutung haben, als sie vielleicht in dem Moment hatten. Ja, also ich muss kurz mal dazwischen grätschen, als wir uns die Frage überlegt haben, ist mir aufgefallen, dass ich während des Spiels auch da war. Also ich war mit der Berliner Auswahl, durfte ich diesen ganz wichtigen Job machen, heißt diesen DFB-Pokal-Wappen und von Schalke und Duisburg habe ich da reingetragen. Also ganz wichtig, wir kannten uns damals schon, auch wenn du mich nicht gesehen hast, kein Problem. Ja, doch, Leute sagen, wir haben wegen Julian Draxler der Founders League gewonnen und ich sage, wir haben wegen mir. Ihr habt wegen mir. Weißt du? Ja. Was ich meine? Aber ich kann mich noch daran erinnern, ich habe noch das T-Shirt auf jeden Fall vom DFB-Pokalfinale. Ich finde Schalke bis heute eine extrem sympathische Mannschaft. Ich habe keine Verbindung ansonsten zu denen, nur zu diesem Spiel, aber da wollten wir dich auch fragen, wie ist die Verbundenheit zu dir und Schalke? Ist das immer noch so positiv? Ja, nach wie vor, also wenn es nach mir geht, Schalke wird immer mein Lieblingsverein bleiben und das wird sich nicht ändern, das ist so. Natürlich damals mit meinem Abgang nach Wolfsburg gab es natürlich auch viele Nebengeräusche, dass die Leute nicht zwingend verstanden haben, warum ich den Schritt gegangen bin und ist auch aus Fansicht, gerade wenn man Schalke-Fan ist, sicherlich verständlich, dann sich zu fragen, warum geht der dann mit 20 Jahren von Schalke nach Wolfsburg und aber ich glaube, da ist jetzt schon mittlerweile sehr, sehr viel Zeit vergangen. Ja, der Fußball hat sich einfach auch verändert. Man ist jung, man will Erfolg haben, man will immer das Höchstmögliche erreichen. Und als ich damals Schalke verlassen habe, das war eher eine Entscheidung für meine Karriere und nicht eine Entscheidung für Wolfsburg oder gegen Schalke, sondern ein bisschen egoistisch gedacht, einfach für mich, dass ich Champions League spiele, dass ich weiter Nationalmannschaft spiele, dass ich mich zeigen kann. Und aber auch heute nach wie vor habe ich noch super Verbindungen zum Verein. Man tauscht sich ab und zu aus und natürlich, wenn die Zeit es zulässt, dann schaut man auch jedes Spiel. Einmal Schalker Jung, immer Schalker Jung, wa? Sagt man so, aber ist wirklich was dran. Also vor allen Dingen, wenn man wie ich habe ja 2001 angefangen und bin 2015 gegangen. Das sind halt 14 Jahre, wo man praktisch tagtäglich irgendwie auf dem Vereinsgelände ist. Man immer mit dem Wappen irgendwie
in Verbindung gebracht wird und man sieht das Wappen überall, gerade im Ruhrgebiet. Ganze Familie, wenn mein Onkel Geburtstag feiert, da sind nur Schalke-Fans da, der hat eine Gartenlaube voll mit Schalke-Trikots und Schalke-Wimpel und was weiß ich. Also das ist einfach bei uns in der Familie total verwurzelt und bin jetzt nicht jemand, der das unbedingt dann immer nach außen herausschreit, wie sehr man verbunden ist, aber ich glaube, wenn man da aus der Gegend kommt und weiß, wie ich aufgewachsen bin, dann bedarf das auch nicht besonderer Erklärung, dann ist man einfach Schalker und das bleibt auch so. Gerade die Schalker Fanszene ist ja bekannt dafür, extrem laut zu sein und du hast ja auch im Olympiastadion mit Schalke so einen großen Titel gefeiert, das ist natürlich dann ein Auswärtsspiel, aber auch die Heimatmosphäre bei Schalke ist natürlich einzigartig. Und ich glaube, dafür ist ja auch der Verein weltweit bekannt, für eben genau diese Fanszene, diese Verbundenheit zum Verein. Im Maracanã war natürlich auch eine geniale Stimmung, eben im WM-Finale. Da berichten natürlich auch viele verschiedene Profis von, dass das so elektrisierend war. Und was war denn eigentlich für dich das Stadion, in dem du gespielt hast, das dich am meisten beeindruckt hat, weil es eben so laut war? Also kurz auf Maracanã zu kommen, das war natürlich was ganz Besonderes, WM-Finale. Ich war mir relativ klar, dass ich nicht viel spielen werde und wenn, dann vielleicht ein paar Minuten. Von daher war man eigentlich so relativ sicher, dass man auf der Auswechselbank sitzt, aber ich war noch nie bei irgendeinem Spiel so nervös wie da, weil es einfach um so viel ging und das Spiel ging dann auch noch in die Verlängerung. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass es fünf Stunden ging von Anpfiff bis zum Abpfiff. Und in dem Sinne war das irgendwie sehr, sehr beeindruckend und ein ganz spezielles Spiel. Aber jetzt rein von der Lautstärke, von der Stimmung, konnte da Galatasaray Istanbul nochmal einen draufsetzen, als wir 2013 war es, glaube ich, in der Champions League da gespielt haben, mit Schalke gegen Istanbul, gegen Gala. Das fing schon beim Warmmachen an. Also wir wollten uns praktisch an der Seitenlinie aufwärmen, so wie man das so macht, in Zweierreihen aufgestellt und warm laufen. Aber da mussten wir dann direkt unsere Hütchen verlagern in der Mitte vom Spielfeld, weil halt Sachen geschmissen wurden, weil wir durchgehend beleidigt wurden. Aber irgendwie auf eine positive, coole Art dann dadurch auch angestachelt wurden. Und dann, als das Spiel losging, ich war da 19 vielleicht, die hatten eine Mannschaft mit Drogba, Sneijder unter anderem. Da habe ich wirklich gedacht, boah, was ist hier los? Und das habe ich auch nicht vergessen und war mit Sicherheit die geilste Atmosphäre, die ich bisher erlebt habe. Wie ist denn das so für dich? Also wenn du solche Fans erlebst, ist das eher positiv oder negativ für dich? Also in dem Moment, klar, wenn du da so ein bisschen angegangen wirst von der Seitenlinie und vielleicht irgendwie Geldmünzen geschmissen werden schon vor dem Spiel, das würde man jetzt so als normaler Mensch sagen, so, das gehört sich nicht, das macht man nicht, aber irgendwie im Fußball ist natürlich auch so viel Emotion dabei und gerade die Türken, die sind da natürlich nochmal sehr heißblütig, sag ich mal, und ich habe denen das jetzt nicht irgendwie übel genommen, weil es geht dann nicht persönlich, sondern die wollen einfach ihr Team nach vorne pushen, wo es nur geht. Und wie gesagt, also für mich da zu spielen, das war wirklich eins der Highlights meiner Karriere, weil da hast du dein eigenes Wort nicht verstanden. Das war wirklich Wahnsinn. Apropos verstehen, du sagst jetzt schon, dass du dein eigenes Wort nicht verstehst. Wie ist denn das, wenn der Coach dann von außen natürlich Input geben möchte, der möchte eine Taktik reingeben, eine Änderung, eine Anweisung. Kriegt man da überhaupt was mit? Oder ist das dann wirklich stille Post, dass es von einem Spieler zum anderen weitergetragen wird? Genau, also keine Chance. Man hört da von außen gar nichts. Wenn der Trainer vielleicht dann mal irgendwie in einer kurzen Unterbrechung Spieler zu sich holt und dann, wie du gesagt hast, stille Post, der holt sich den linken Verteidiger und der sagt dann dem Innenverteidiger, sag mal dem rechten Verteidiger, der soll das und das machen. Aber es sind natürlich Wege kreuz und quer. Das Spiel fängt wieder neu an und bis da wirklich mal die Nachricht A bei dem Spieler ankommt, wo sie wirklich ankommen soll, das dauert dann wirklich bis zur Halbzeit, ne? Dass man da mal 5 Minuten Ruhe hat, um Sachen zu besprechen, aber während des Spiels unmöglich. Der Trainer ist ja da letztendlich so ein bisschen der stille Beobachter, aber der ist ja hinter dem Team, hat er ja da auch immer eine Vision, was er verfolgen will und natürlich mit dem Input im gesamten Trainerteam möchte er da natürlich dann auch ein gewisses Feedback reingeben, eine gewisse Umstellung, um halt auch, ich stelle mir das immer so wie Schach vor, um halt letztendlich den Gegner strategisch zuzusetzen.
Könntest du dir vorstellen, ich meine, unsere Technologie würde ja auch im Spiel funktionieren und wir waren ja witzigerweise auch schon mal bei Schalke im Einsatz in einem Freundschaftsspiel gegen AZ Alkmaar, wo Spieler und Trainer auch sehr positiv drüber berichtet haben. Könntest du dir vorstellen, eben deine Anweisungen auch im Spiel dann eben durch deinen Coach zu bekommen, Live-Zeit? Ja, auf jeden Fall. Das war auch eins der Themen, womit ich mich beschäftigt habe, ob ich das Thema Coach Whisperer vertiefen möchte oder nicht. Und ich bin da wirklich zu dem Schluss gekommen. Also man kann jetzt nicht dem Spieler sagen, jetzt geh rechts vorbei, geh links vorbei oder mach jetzt einen Übersteiger oder schieb jetzt. Das funktioniert nicht. Aber das Wichtige im Fußball ist halt, dass man wirklich kurze, präzise Anweisungen geben kann, die halt das Spiel total verändern. Und wenn der Trainer dir innerhalb von Bruchteil einer Sekunde sagen kann, so, du musst irgendwie pressen oder du ziehst dich ein bisschen weiter zurück oder du schiebst ein bisschen mehr nach innen, nach außen. Das sind halt so kleine Feinheiten, die wirklich, im heutigen Fußball wirklich extrem lange dauern, bis so eine Nachricht mal beim Spieler ankommt. Und wenn man halt die Möglichkeit hat, mit dem Trainer direkt zu kommunizieren, beziehungsweise der Trainer direkt mitteilen seiner Spieler und dann wirklich auch auswählen kann, wem er welchen Input gibt, dann ist das für mich ein Gamechanger. Und ich hoffe, dass da in Zukunft halt der Fußball mitgeht, mit der Modernisierung auch. Und dann ist das eine Sache, die wirklich ein ganzes Spiel auf den Kopf stellen kann. Auf jeden Fall. Ich denke auch, dass es da einen sehr, sehr großen positiven Mehrwert einerseits fürs Spiel und dadurch eben wieder für die Zuschauer geben kann. Weil Coachen tun die Trainer ja. Also sie schreien sich ja die Seele aus dem Leib. Nur es kommt halt nicht an. Genau. Also so viel würde sich ja gar nicht ändern. Richtig. Jetzt haben wir über das Spielszenario gesprochen. Es gibt natürlich auch noch die Wettkampfvorbereitung, das Training. Und wie hätte dich denn der Coachesbauer in deiner sehr, sehr erfolgreichen Karriere auch unterstützen können, wenn es ihn schon früher gegeben hätte? Ja, in ganz unterschiedlichen Phasen. Ich glaube, zum einen ist ja Fußball mittlerweile sehr, sehr international. Man geht nicht nur von Verein A nach B, sondern auch in unterschiedliche Länder. Man hat Sprachbarrieren, man hat im Coaching-Staff Leute, die unterschiedliche Sprachen sprechen. Und wenn man dann natürlich in eine neue Mannschaft kommt, die vielleicht schon eingespielt ist, wo man der Einzige ist, der das System noch nicht so ganz verinnerlicht hat oder der noch zusätzlichen Input braucht. Und man könnte dann auf Coach Whisperer zurückgreifen, wenn jemand in deiner Sprache spricht, dir während des Trainings Anweisungen gibt, was du zu verbessern hast oder was der Trainer sich anders vorstellt, ohne dabei das ganze Training zu unterbrechen und die anderen Spieler in ihrem Fluss zu stören. Also das ist eigentlich etwas für mich in der heutigen Zeit, in dem modernen Fußball, wo so viel Geld auch fließt, so viel ausgegeben wird, wo alle nach gewissen Verbesserungen suchen, glaube ich, dass das sich durchsetzen muss, weil es gibt so viele Spieler teilweise heutzutage, die kommen dann aus Japan oder aus wirklich fremden, wo wirklich fremde Sprachen gesprochen werden. Und wenn man dann wirklich die Hilfe hat, einen Knopf im Ohr oder einen Lautsprecher irgendwie in seinem Coach Whisperer Oberteil, dann das sind halt Sachen, die helfen bei der Integration, die helfen, dass du viel, viel schneller das Spielsystem vom Trainer verstehst und vor allen Dingen, du störst das Training nicht und der Trainer muss nicht über den ganzen Platz schreien. Drei Spieler sind dann nicht wieder genervt, weil der Trainer wieder 2-3 Minuten unterbricht, sondern die bleiben im Fluss und derjenige, der wirklich den Input braucht, der kriegt ihn direkt und in Echtzeit halt. Ne? Und das ist wirklich, darüber habe ich mir sehr, sehr viel Gedanken gemacht und ich sehe da wirklich einen riesen Mehrwert für Fußball, auch für andere Sportarten vor allen Dingen. Und von daher bin ich so begeistert von der Idee. Es ist gut, dass du das sagst. Also du sprichst gerade was an, was wir hier auch oft besprechen, und zwar die Nettospielzeit. Und ich hatte es erst letzte Woche im Training, dass mein Trainer wollte mir einen Hinweis geben, hat dann das Spiel angehalten, hat es mir leise gesagt. Und dann hat meine Mitspielerin auf der anderen Seite hat ihn dann angesprochen und meinte, ja, ich habe nicht verstanden, was du meinst, kannst du es nochmal sagen. Dann musste er nochmal das Spiel unterbrechen und das nochmal für alle sagen, weil es sind ja Informationen, die jeden auf der Position interessieren, aber auch eigentlich alle anderen. So, und das ist einfach das, was das System unterbinden würde. Und du musst dann das Spiel nicht unterbrechen, das Spiel kann weitergehen und du kannst währenddessen auf dem Lautsprecher oder halt auf dem
Hearable kannst du das dem Spieler oder der Spielergruppe, du kannst sie ja auswählen, kannst du das den allen mitteilen. Genau. Und das ist das, worum es geht. Also die Nettospielzeit einfach erhöhen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Auf jeden Fall. Ja, wichtiger Punkt, vor allen Dingen auch, dass man halt gruppenweise Infos geben kann, weil du brauchst jetzt für einen Angreifer nicht, ein Angreifer kriegt andere, sag ich mal, Informationen als ein Innenverteidiger und der muss jetzt nicht unbedingt hören, wie der Stürmer zu pressen hat. Das hat jetzt den Innenverteidiger eher weniger zu interessieren und von daher, ja, das ist einfach ein Kommunikationsmittel, was für mich einfach eine Menge ausmacht über Zeitgewinn, über ja, Nettospielzeit, auch Trainingszeit, da muss nicht unterbrochen werden, man bleibt im Flow, da hängen wirklich dann hinterher so viele Sachen dran, dass man nicht irgendwie 5 Minuten nur rumsteht, dann wartet, bis der Trainer irgendwie mit 3, 4 Spielern gesprochen hat, dann fängt es wieder an, dann machst du den Sprint, dann verletzt du dich oder so, da hängt wirklich so viel dahinter, wo du den Alltag im Fußball oder generell im Sport verbessern kannst und von der Sache bin ich wirklich überzeugt und von daher habe ich mich entschieden, da auch zu investieren, weil ich da einfach dabei sein will, weil ich die Perspektive des Profispielers habe und ihr halt oder beziehungsweise Coach Whisperer das Know-how, was Technik angeht und wirklich die coole Idee und das will ich mit vorantreiben, damit das sich möglichst überall durchsetzt, weil es wirklich, wie ich gerade schon gesagt habe, ein Gamechanger ist für die ganze Entwicklung im Sport. Auf jeden Fall und ist ja auch ein Gamechanger für einerseits die Spieler. Ich denke auch ein ganz, ganz großes Potenzial haben wir bei Jugendspielern, Spieler, die sich entwickeln, aber auch eben natürlich für Trainer, für die das eben auch eine Mammutsaufgabe ist, 30 Spieler gleichzeitig zu betreuen und als Trainer hat man ja auch den Anspruch, jeden weiterzuentwickeln. Also man möchte ja auch an sich, dass jeder Spieler oder Spielerin halt eben das Feedback bekommt, was sie verdienen, aber man kann es einfach nicht leisten, weil diese Freeze-Momente, das, wo wir schon gesprochen haben, diese Momente, wo ich das Spiel anhalte, wo ich eben an alle was adressieren muss, weil ich es anders nicht hinkriege, die kann ich eben nicht die ganze Zeit machen, weil am Ende geht es darum, dass Spieler besser werden und das geht nur mit Ball. Das ist ja auch, sieht man jetzt auch bei der Umstellung vom DFB. Hannes Wolf, da als neuer Direktor, der ja auch darauf vermerkt, mehr Nettospielzeit zu haben, andere Spielformen zu nutzen, dass mehr am Ball gearbeitet wird. Und mit jedem Freeze-Moment nehme ich natürlich diese Zeit am Ball, diese effiziente Trainingszeit weg. Und ich glaube, deswegen ist es auch eine Win-Win für beide Seiten. Auf jeden Fall. So, ich muss mal nochmal jetzt, ich mache einfach mal kurz einen Cut. Wir haben ja vorhin über verschiedene Stadien geredet, über die Lautstärke. Ich möchte einfach mal kurz ansprechen über Fankultur. Ich habe das Gefühl, dass in meiner Generation, dass das so ein bisschen abnimmt. Das heißt, also ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben im Stadion war. Also auf jeden Fall nicht so oft, außer von dem Verein, wo ich gespielt habe. Also da sind wenig, ich habe wenig Freunde, die dann am Wochenende sagen, so Josie, wir gehen jetzt ins Stadion, hab Bock drauf. So, aber wie war es denn bei dir? Also, was war dein erster Stadionbesuch? Ja, also generell, der Fußball ist halt extrem im Wandel. Wenn ich überlege, dass ich damals im alten Parkstadion mein Vater zum ersten Mal im Stadion war, auf normalen Holzbänken gesessen habe, im Regen, irgendwie ohne Überdachung, das hat damals keinen gestört, ne? Also da ging es wirklich um die Sache, da ging es um Fußball. Da wollte ich als kleiner Junge meine Idole auf dem Fußballplatz sehen und da war die egal, ob es windig ist, ob es regnet oder wie auch immer. Das war wirklich ein Highlight fürs Wochenende, sagen wir mal für einen Samstagnachmittag. Und das war bei mir, wie alt war ich da? Ich würde sagen, zwischen 5 und 6 war ich wohl erst einmal im Stadion. Und dann, klar, das Parkstadion war riesig, waren 60.000. Und das war wirklich noch ein bisschen anderer Fußball, also da sind wirklich dann die Hardcore-Fans hingegangen, die wirklich die ganze Woche drauf hingefiebert haben, die schon seit 40 Jahren jedes Wochenende ins Stadion gehen, kein Spiel verpassen und das war halt so ein bisschen der alte Fußball in Anführungsstrichen und heutzutage ist natürlich mit der ganzen Globalisierung und Spieler kommen, Spieler gehen, es gibt riesen Investoren, da hat natürlich der Fußball auf jeden Fall einen Wandel durchlebt, das gefällt sicherlich nicht jedem und da kann man auch verstehen, dass der eine oder andere vielleicht sagt, oh, diesen Samstag habe ich jetzt nicht unbedingt Lust, mir meine Mannschaft anzugucken, weil ich vielleicht Spieler XY, den kenne ich gar nicht mehr, der da in der Startaufstellung steht, weil wirklich immer auch in Transferphasen so schnell gewechselt wird. Kann man schon nachvollziehen, aber ich meine, ich bin jetzt aktiv noch in diesem Sport drin und ich weiß,
wie die Mechanismen da funktionieren und habe auch während meiner Karriere jetzt schon gemerkt, dass wirklich ja, da ein Wandel stattgefunden hat, dass es einfach von den Summen her, von den Ablösesummen unfassbar geworden ist, von den Gehältern ist auch nach oben gegangen und man kann dann schon verstehen, dass vielleicht der ein oder andere sagt, ja, es geht mir ein bisschen in die falsche Richtung, kann ich nachvollziehen. Julian, wir beide sind ja Generation Y, währenddessen Josie ja Generation Z ist. Glaubst du, dass das auch so ein bisschen mit dem Wandel der Generationen zu tun hat? Ja, schon, auf jeden Fall. Also es fängt ja damit an, einfach was für Möglichkeiten irgendwie die jüngere Generation heute hat. Ich meine, wir früher, wenn wir uns gelangweilt haben, was haben wir gemacht? Wir haben beim Nachbar angeklopft, der unser Kumpel war, und haben gefragt, ob der Bock hat, irgendwie auf den Bolzplatz zu gehen und Fußball zu spielen. Ne? Und wenn der nicht da war, dann sind wir halt alleine gegangen und haben da 2 Stunden gegen die Mauer geschossen und sind wieder nach Hause gegangen, so ungefähr. Und heutzutage ist natürlich über Social Media und YouTube und Streaming und was weiß ich, es gibt halt wirklich so viele Möglichkeiten, sich zu beschäftigen und auch ja, anders an diese Informationen zu kommen oder an die Bilder zu kommen, dass man jetzt nicht unbedingt ja, bis Samstagabend 18:30 auf die Sportschau wartet. Ne? Man kann das ja heutzutage wirklich alles mit einem Klick im Internet abrufen und sich die Highlights anschauen und von daher ja, man spart halt viel Zeit, indem man sagt, oh, ich gucke mir die Highlights an von dem und dem Spiel, was ich wirklich sehen will und ist halt nicht mehr so, dass man wirklich um 15.30 Uhr vorm Fernseher sitzt und die Spiele live guckt in der Konferenz und dann später nochmal die Highlights in der Sportschau, weil man es alles so cool findet, ne? Und dann, wenn man nochmal gucken will, dann um 22 Uhr halt Sportstudio, sondern man macht das in ja, in einer halben Stunde kannst du alles sehen, was wirklich wichtig war am Spieltag und dann hat sich das, ne? Ja, also erstmal, Philipp, wir beide haben erstmal Privatstress. Also ich bin auch so aufgewachsen, ich habe auch noch an Klingeln, an Haustüren geklingelt und war dann auf dem Bolzplatz. Ja. Aber ja, wie du sagst, die andere Generation, also die anderen, sind natürlich anders aufgewachsen. Die sind direkt mit Handys aufgewachsen, mit Laptops und was da alles für Möglichkeiten gibt. Streaming, was das jetzt gerade auch einfach für ein Riesen, was so für ein Riesending ist. Und da jetzt nochmal zum jetzigen Fußball, also man sagt ja, Fußball ist traditionell, man will ihn wie früher wieder haben eigentlich. Mhm. Und da kommt das von Piqué, also die Liga, die Piqué jetzt gegründet hat, die Kings League. Ja. Ich finde es interessant, wie gesagt, ich bin eine andere Generation, weil ich finde, dass das Format, was die jetzt machen, finde ich sehr cool. Und das ist halt, für die, die es noch nicht wissen, was ist, das ist ein 7 gegen 7, ein Indoor-Spielfeld. Und da wird auch am Anfang ausgewürfelt, wie was den beiden Mannschaften von Beginn an gegeben wird. Sagen wir, du fängst an mit einem Elfmeter für die eine Mannschaft oder du musst mit einem Spieler weniger spielen oder irgendwie sowas. Und ich finde, das ist halt wie ein Videospiel dann irgendwie. Mhm. Da wollten wir dich einfach mal fragen, wie findest du das? Oder hast du vielleicht schon mal so einen Stream geschaut? Ja, ich habe es mir natürlich schon mal angeschaut. Das war ja auch, ich sag mal, in aller Munde, wo das Nou Camp auch ausverkauft war. Klar, da guckt man rein und ich finde es interessant, ich finde es cool, ich finde es irgendwie ja, eine ganz neue Idee und ich glaube, dass es halt wirklich diese ganz junge Generation extrem anspricht. Ich meine, Fußball, das Spiel 11 gegen 11, was wir alle kennen, das lieben wir und das wollen wir auch, aber es ist natürlich auch so, dass jetzt ja, sehr, sehr viele Spiele gibt, also es gibt verschiedene internationale Wettbewerbe, es gibt EM, WM, Nations League, Europa League, Conference League, der normale Liga-Alltag, dann gibt es noch Pokal. Also es ist natürlich so, dass da ja so ein bisschen eine Reizüberflutung vielleicht stattfindet. Ne? Und gibt auch mittlerweile viele Spieler, sagen, so der Terminplan ist viel zu voll, wir können uns weder richtig ausruhen. Zum Beispiel Raphael Varane, der ist jetzt mit 29 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, weil er gesagt hat, du, bei mir bleibt Familie komplett auf der Strecke, weil ich im Jahr 60, 70 Spiele mache. Ne? Und ja, der hat sich dazu entschieden und von daher glaube ich, dass dann so neue innovative Ideen wie jetzt zum Beispiel die Kings League, dass das für die jungen Leute extrem interessant ist, weil es einfach noch ein bisschen Abwechslung zu dem guten alten Fußball gibt, den wir so kennen und den wir auch weiterhin lieben. Aber ich glaube schon, dass auch der Fußball nicht den Fehler machen darf, ja, so auf dieser Tradition zu beharren und zu sagen, so, wir verändern uns gar nicht, wir lassen alles so, wie es ist,
weil man dadurch dann irgendwo, glaube ich, die jungen Leute so ein bisschen verliert. Und das ist ja der Fußball, die jungen Leute, die 8, 9, 10 sind, die dann irgendwann mal so sein wollen wie Messi, wie Neymar oder wie auch immer. Und ja, wenn die auf einmal andere Vorbilder haben, die in der Kings League spielen, dann kriegt natürlich der Fußball ein Problem. Und von daher meine ich, um nochmal den Bogen auch zurückzuspannen zu unserer gemeinsamen Sache, Coach Whisperer, ich glaube, das sind einfach Schritte, die gemacht werden müssen, um auch den Fußball voranzubringen. Und man kann nicht sagen, das bleibt alles so, wie es ist, weil wir lieben das so, wie es ist, sondern man muss da ein bisschen mit der Zeit gehen. Und ja, die Kings League hat da wirklich einen Nerv getroffen, der die jungen Leute auf jeden Fall anspricht, weil es einfach ein bisschen unberechenbarer ist, es fallen wahrscheinlich mehr Tore, es geht ein bisschen schneller hin und her. Und von daher ist es eine gute Sache, auch wenn ich immer noch den normalen Fußball bevorzuge. Josi hat eben gesagt, es ist ein bisschen wie so ein Videospiel und ich muss da auch direkt an ein ganz bestimmtes Videospiel denken, das wir alle wahrscheinlich auch mal früher in unserer Kindheit gezockt haben, so ein bisschen FIFA Street. Mhm. Da erinnert es mich dran, natürlich noch mit so Sonderregeln. Ich finde es auch cool, ich würde es mir auch gerne anschauen und wenn ich bei FIFA Street gespielt habe, habe ich mir natürlich auch immer mein Team zusammengewürfelt und die besten Spieler genommen und da hätte ich dann natürlich auch einen Neymar, einen Lionel Messi in mein Team genommen, einen Julian Draxler und dieses Team gab ja wirklich, also ja, du hast ja auch mehrere Jahre mit beiden zusammengespielt. Wie hat dich denn diese Zeit eigentlich als Fußballer geprägt? Ja, die Zeit hier in Paris, mittlerweile fast 6 Jahre, mit einem kurzen Abstecher nach Lissabon, also ich habe halt wirklich die Spieler der Spieler gesehen, ne? Also ich habe meine Träume hier wirklich verwirklicht, ich habe mit den Allergrößten zusammengespielt, zusammen auf dem Platz gestanden, trainiert, das alltägliche ja, Leben ein bisschen mit denen verbracht und von daher, ja, einmalig. Man weiß gar nicht, wen man da besonders herausheben soll bei der Klasse an Spielern, die über die Jahre ein- und ausgegangen sind. Klar, über Messi wollen wir uns nicht unterhalten, das ist für mich der Beste aller Zeiten und ich könnte dir Geschichten erzählen, also das wird hier wahrscheinlich den Rahmen sprengen jetzt von unserem Podcast, aber allein ist das erste Training, wo der angekommen ist, da war er irgendwie vorher 8 Wochen im Urlaub und wir waren ja bei Paris, sag mal, immer schon eine Truppe, die konnte schon Fußball spielen, also wir hatten einige Kaliber dabei, die waren schon wirklich stark, also über Di Maria, über Neymar, über Mbappé, technisch würde ich mich jetzt vielleicht auch dazu zählen, auch wenn ich vielleicht nicht ganz den Star-Status habe, den die Jungs haben, aber wir waren schon wirklich gute Kicker und wenn man dann wirklich 5 gegen 2 im Kreis spielt und man denkt sich, also das Niveau kann eigentlich gar nicht mehr höher gehen, wenn du da mit Neymar, Di Maria, Mbappé, Dani Alves, wer auch immer, 5 gegen 2 spielst, wenn du da einmal in der Mitte bist, du kommst halt auch nicht wieder raus. Ne? Und dann kommen die und bringen den Messi noch aus Barcelona, der irgendwie 8 Wochen im Urlaub war, der sich gerade zum ersten Mal wahrscheinlich seine Fußballschuhe zugeschnürt hat, so halbwegs. Und der stellt sich dann da in den Kreis und der spielt halt eine halbe Stunde und macht einfach nicht einen Fehler, dann denkst du dann irgendwann, okay. Also da ist man dann wirklich da ganz, ganz oben am Äußersten angekommen und das macht einen stolz, das macht Spaß. Das pusht einen auch, wirklich zu zeigen, dass man auf dem Niveau mithalten kann. Und ganz ehrlich, also ich war vor der Ankunft von Messi im Training wahrscheinlich schon seit 10 Jahren nicht mehr nervös, seit Felix Magath wahrscheinlich. Aber als ich das erste Mal gesehen habe, okay, du spielst jetzt hier den Kreis mit Messi und der wird sich wahrscheinlich seine Mitspieler auch mal ein bisschen angucken und abchecken, können die was, können die nichts, dann wollte ich auf jeden Fall nicht derjenige sein, wo Messi sagt, ey, der Draxler, der kann ja gar nichts. Von daher hatte ich da schon ein bisschen Pressure. Wie viel Stress hattest du da, als du da beim 5-2 auf jeden Fall mit ihm draußen standest? Ja, also ganz ehrlich, wie ich gerade gesagt habe, ich hatte wirklich ein bisschen Druck, weil ich auf jeden Fall wollte, dass der wahrscheinlich beste Spieler aller Zeiten irgendwie jetzt gerade danach in die Kabine geht und dann zum Neymar sagt, ey, der Deutsche da vorne, der kann ja wirklich gar nichts. Ne? Von daher hat man dann schon nochmal aufgepasst, dass man den Pass sauber spielt, dass man irgendwie keine falschen Ballannahmen macht, dass man ja, ein bisschen konzentrierter ist als normalerweise. Und ja, das war wirklich, ich bin danach in die Kabine gegangen und ich war schon, wie alt war ich, 27 und ich habe wirklich schon Spieler gesehen, die waren unfassbar und ich habe danach tatsächlich Kumpels von mir angerufen. Ich habe gesagt, ich muss jetzt mit irgendjemandem reden, weil ich weiß nicht, wohin mit meinen Emotionen und wem ich das sagen soll. Aber dann habe ich gesagt, dieser Mann, der ist ja wirklich unglaublich. Der kommt gerade aus 8 Wochen Urlaub, hat seine
Schnürsenkel noch so halb offen und ist einfach hier der beste Spieler bei Paris Saint-Germain und das mit Abstand. Ne? Und ja, das hat ein bisschen gedauert, bis ich das begriffen habe. Krass. Auf jeden Fall hattet ihr da eine richtig krasse, schlagwertige Truppe. Wahrscheinlich auch mit so auf dem Papier die beste Mannschaft mit jemals. Beide haben ja jetzt die europäische Bühne verlassen. Und das ist so ein bisschen das Zeichen auch, dass Fußball immer globaler wird. Also auch eine Entwicklung, die ja wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen haben. Der Fußball verändert sich und damit wird er eben auch globaler. Und Messi hat ja den Wechsel angetreten in die MLS. Und dieser, muss ich sagen, erinnert mich so ein bisschen an diesen legendären Nike-Deal von Michael Jordan. Wie ist das für dich? Siehst du das auch so? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, den Vertrag, den der Messi da abgeschlossen hat, in der MLS, den gab es so im Fußball vorher noch nicht. Und klar, Michael Jordan ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass das passiert ist, aber es ist halt auch ein bisschen typisch Amerika, die immer so ein bisschen innovativer vielleicht sind als wir im europäischen Raum und da gab es das damals schon und für mich ist es einfach ein Zeichen davon, dass der Fußball mittlerweile deutlich mehr ist als ein Fußballer, der ein bisschen auf dem Platz den Ball hinterher rennt und vielleicht mal ein Tor schießt, sondern das ist einfach so ein global Riesending, dass mittlerweile zum Beispiel jetzt beim Gehalt von Messi irgendwie Apple als Streamingdienst für die ganze MLS da mithilft, sein Gehalt zu stemmen, dass, wenn es so stimmt, dass David Beckham Teile von seinem Verein an Messi abgetreten hat, damit er hilft, da Sachen zu entwickeln und natürlich auch seine ganzen Fans nach Miami zu bringen. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Fußball der Zukunft. Klar reden wir hier über einen ganz speziellen Spieler und das wird auch nicht Alltag werden, aber man sieht mittlerweile, dass der Fußball da auch sehr flexibel ist und sehr kreative Ideen entwickelt, auch solche Dinge möglich zu machen. Beispielsweise gegen die riesen Finanzkraft von Saudi-Arabien, die jetzt im Moment herrscht. Da musste halt wirklich die MLS oder Miami oder auch David Beckham als Miteigentümer da sehr, sehr kreativ werden, dass der Messi sich am Ende dafür entschieden hat. Ich finde das aus Investment-Sicht auch total spannend. Also du bist ja auch Investor und hast deswegen auch mit wirtschaftlichen Themen zu tun. Und wenn wir uns das wirtschaftlich betrachten, ist ja eigentlich, die USA funktioniert ja ein bisschen anders als Europa oder andere Länder. Und zwar gibt es ja da eigentlich Salary Caps. Mhm. Und wie das sozusagen damit umgangen wurde, um dort einen riesen Deal, meiner Meinung nach einen der größten Deals aller Zeiten eben zu schnüren, wo wir jetzt bei Inter Miami gefühlt Barcelona Primes wiedersehen, auch mit Jordi Alba. Mhm. Das ist super interessant und ich glaube, dass Apple auch zusätzlich sich Rechte gesichert hat an einer vierteiligen Messi-Doku, mhm. Die dort mit reinfließt und das heißt, da als Broadcaster Apple da wahrscheinlich sehr, sehr viel richtig gemacht hat und aufs richtige Pferd gesetzt hat. Ja, mit Sicherheit. Und vor allen Dingen, man muss es ja auch mal ein bisschen aus der Perspektive sehen, das ist natürlich auch sehr interessant, weil Messi ist jetzt in dem Sinne Angestellter von dem Club, aber teilweise auch Miteigentümer, ne? Und natürlich, dem ist natürlich daran gelegen, genauso wie uns jetzt, sage ich mal, dass Coach Whisperer positiv sich entwickelt, dass das durch die Decke geht, dass wir erfolgreich sind. So, das gab es ja vorher noch nicht, dass man gesagt hat, okay, der Spieler, der jetzt hier aktiv auf dem Platz steht, dem gehört vielleicht ein Teil von dem Verein. Und ist doch klar, dass der sich da auf dem Platz zerreißt. Ne? Ist jetzt nicht so, der geht dahin, holt sich seinen monatlichen Check ab und geht wieder nach Hause und der Rest ist ihm egal, sondern er ist aktiv in dem Prozess mit dabei, diesen Verein zu entwickeln, nach oben zu bringen und darf gleichzeitig noch auf dem Platz stehen. Also ich meine, das sind ja Dimensionen, die man sich so in Europa eigentlich gar nicht vorstellen kann. Und man sieht ja auch direkt den Messi-Effekt. Seitdem er da ist, haben sie ja einen Titel gewonnen. Ja. Und ich sehe in meinen Highlights ab und zu die Freistoßtore, wo man merkt, das ist nichts, was dieser Mann verliert, sondern was immer noch Teil seiner fußballerischen Qualität ist, eben auch durch so einen Standard eben so ein Spiel zu entscheiden. Und deswegen kleiner Funfact, 28% aller Tore fallen über Standards. Standards sind die Waffe. Sehr schön. Da habe ich auch wieder was gelernt. Sehr gut. Hast du dir eigentlich mal, der hat ja bestimmt nach dem Training manchmal Freistöße geübt, hast du dann mal abgeguckt? Ganz ehrlich, der hatte die schon so perfektioniert, der hat gar nicht mehr geübt. Der hat die einfach im Spiel gemacht.
Wobei der hatte bei PSG so ein bisschen Pech. Ich glaube, der hat seine ersten 5 Freistöße alle perfekt gesetzt, aber die waren alle entweder Latte oder Pfosten. Und ja, das spiegelt auch so ein bisschen vielleicht seine Zeit hier wieder. Also das ist alles, was jetzt bei Miami so klappt, weil er einfach in diesem Flow ist, weil er Spaß hat, weil er wirklich voll dahinter steht, ist ihm gerade in dem Jahr, wo ich noch da war bei PSG, ein bisschen schwerer gefallen. Aber ja, Mann, ich will gar nicht weiter darauf eingehen, sonst reden wir nur noch darüber. Lass uns das Thema wechseln. Lass das Thema Messi abhaken. Abhaken. Messi ist Goat. Wir reden gerade darüber, was alles möglich gemacht wird. Das heißt alles möglich, damit der wohl beste Spieler in eine Liga wechselt. Wir reden hier von unglaublichen Summen. Wie du ja auch schon weißt, bei dir war es ja wahrscheinlich auch so, viele junge Fußballer vor allem, die setzen ja mit 13, 14, 15 alles auf eine Karte, weil ihnen gesagt wird, ja, du kannst davon deine ganze Familie ernähren, du hast ausgesorgt, das wissen wir, ist nichts Neues. Aber wenn es dann mal halt nicht klappt, sagen wir, ein Kreuzbandriss mit 18 Jahren, dann ist der Traum halt ganz schnell wieder geplatzt. Wie war es denn bei dir? Also bei dir hat es natürlich geklappt, du hast eine unglaubliche Karriere hingelegt, aber hattest du damals einen Plan B? Also ich hatte einen Plan B, aber ich habe gehofft, dass ich ihn niemals brauchen werde. Ich habe neben meinen ersten Schritten im Profifußball dann mein Fachabitur gemacht in Gelsenkirchen auf einer Partnerschule von Schalke 04. Von daher ließ sich das ganz gut verbinden. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich, als ich dann wirklich an dieser Schwelle zum Profibereich war und der Felix Magath mir praktisch in Aussicht gestellt hat, okay, du wirst jetzt bei uns trainieren, du bist jetzt ab Januar Profi, das wird anstrengend, du wirst deine Kräfte brauchen, wie machst du das mit der Schule, so ungefähr war das Gespräch. Und dann bin ich natürlich als 16-, 17-Jähriger bin dann natürlich nach Hause gegangen und habe natürlich als ersten Gedanken gehabt, ey, ich bin jetzt so nah dran, das zu erreichen, was ich seit 10 Jahren hier versuche, im Training mich zu verbessern, damit ich irgendwann mal die Chance habe, in diesen Profibereich reinzukommen. Und da saß ich zu Hause und habe natürlich auch intensiv mit Familie darüber beraten, wie wir das machen. Und klar, meine erste Reaktion war, Schule kann ich immer noch mal irgendwann machen, wenn es gar nicht klappt. Ne? Jetzt voller Fokus auf Fußball. Und da war meine Familie dann tatsächlich, gerade meine Eltern, die halt gesagt haben, so, was ist, wenn du dich verletzt? Was ist, wenn der Felix Magath vielleicht doch nicht so auf dich setzt, wie du glaubst? Dann hast du deine einigermaßen gute schulische Laufbahn, die du bis jetzt hingelegt hast, irgendwie weggeschmissen und fängst danach wieder praktisch bei Null an. Und da habe ich mich dann entschieden, parallel zu meinem Profitraining und den ersten Profispielen halt die Schule zu Ende zu machen. Und das würde ich auch heute jedem empfehlen. Und ja, der Plan B war einfach, die Sicherheit zu haben, das Fachabitur in der Tasche zu haben und dann im Notfall, wenn man sich verletzt oder es im Fußball nicht weitergeht, dann daran anknüpfen kann. Hatte jetzt aber so den Ehrgeiz und auch so ein bisschen das Selbstvertrauen zu sagen, ich werde das im Profibereich schaffen, dass ich jetzt nicht sagen könnte, ich wäre sonst Anwalt geworden oder Steuerberater oder sonst was. Also so weit habe ich nicht gedacht. Ja, aber du bist dann, ich denke mal, weiter als viele andere Fußballer, der schon mal einen Plan B hatte. Also bei uns Frauen ist es halt, das ist Prio Nummer 1 eigentlich, einen Plan B zu haben. Ja. Weil du weißt, also auch wenn ich jetzt hier beim Carl Zeiss Jena spiele und zweite Bundesliga, viele sagen, ja, du bist jetzt Profi. Ja gut, ich muss trotzdem nebenbei studieren und arbeiten. Ich komme damit ja nicht über meine Runden, auch wenn viele sagen, Profi. Aber das ist bei dir mit 16, 17 schon klar war, dass du jetzt deinen Traum verwirklichen kannst, ist halt krass. Und ja, das sind halt dann, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen andere Summen im Spiel, wo du, ja, halt, wenn du nur 4, 5 Jahre spielst, irgendwie eine gewisse Sicherheit schon irgendwie auf der hohen Kante hast, wo du dann sagen kannst, okay, das habe ich jetzt erstmal und jetzt gucke ich mal weiter, was ich mache. By the way, finde ich auch wichtig, dass das da im Frauenfußball weiter vorangeht. Und ich glaube, das läuft auch so ein bisschen in die richtige Richtung, wenn ich das so in letzter Zeit richtig verfolgt habe, weil im Prinzip machen die Frauen den gleichen Sport wie die Männer und die sind genauso eingebunden im Training und müssen Schweiß und Gedanken und alles auf dem Feld lassen. Und ich habe davor großen Respekt, wenn ich mir vorstelle, ich hätte dabei nebenbei noch irgendwie 7, 8 Stunden arbeiten müssen. Weiß ich nicht, ob ich das durchgehalten hätte. Von daher hoffe ich, dass da auch
die Entwicklung weiter dahin geht, dass Frauenfußball auch professionalisiert wird und dass wirklich halt auch, auf Deutsch gesagt, genug bezahlt wird, dass man da halt nicht mehr nebenbei irgendwas machen muss. Also ich denke, wir sind auf einem guten Weg, ne? Wir machen weiter. Ja. Ich glaube, da ist auch immer ganz wichtig und das ist auch was mir halt bei Coaches Boy extrem geholfen hat. Ich mache was mir extrem viel Spaß macht und deswegen bin ich auch bereit, diese berühmte Extrameile eben zu laufen. Und man muss immer so in seinem Interessensbereich, glaube ich, sich verwirklichen. Und das machst du ja auch in den letzten Jahren immer mehr. Bist jetzt auch Investor. Bedeutet, du hast dich auch wirtschaftlich weiterentwickelt. Wie hast du das gemacht, Julian? Zum einen selber Informationen gesammelt, einfach auf die klassischen Wege über Social Media, Videos angeguckt, Dokumentationen angeguckt. Dann habe ich während der Corona-Pandemie ein kleines Studium vorangetrieben mit der Lunex-Universität. Einfach so Grundlagen, Wirtschaft und so ein bisschen aufgearbeitet, habe dann dafür so ein Zertifikat erhalten. Und dann nach und nach ist immer wieder der Gedanke gekommen, so Investmentwelt abseits vom Fußball ist mit Sicherheit auch sehr interessant. Wie geht das da vor sich? Wie läuft das? Worauf muss ich achten? Und dann hat man sich da so ein bisschen weiterentwickelt, weiter reingesteigert und viel, auch einiges an Zeit vergehen lassen, bevor man jetzt so die ersten Schritte gewagt hat, auch mal Geld in die Hand zu nehmen und zu investieren und wirklich aktiv dabei zu sein. In der Phase sind wir gerade und wie du gerade gesagt hast, also wenn man wirklich mit Eifer dabei ist, wenn man Spaß bei der Sache hat, dann geht man diese berühmte Extrameile und das habe ich genau bei euch auch so gespürt. Also man hatte wirklich das Gefühl, da steht wirklich jeder in der Firma voll dahinter und hat Spaß daran und selbst wenn man mal irgendwie halt bis 23 Uhr oder bis 0 Uhr arbeiten muss, irgendwie am Telefon hängt oder wie auch immer, dann hat man nicht das Gefühl, dass es nur Arbeit ist, sondern es ist Leidenschaft, da steckt was dahinter und das war mir neben dem, dass die Idee super ist und dass der Business Case gepasst hat, auch sehr, sehr wichtig, dass die Gründer, die dahinter stehen, Spaß bei der Sache haben und das auch vermitteln können. Und deswegen ist es für mich auch immer wichtig, dass wenn ich investiere, dass ich so ein bisschen Feeling für die Situation habe und dass ich weiß, selbst wenn mich jetzt einer irgendwie um 10 Uhr abends mal anruft und das ist wirklich wichtig, dann kann ich mit dem auch bis 1 Uhr am Telefon hängen und wichtige Sachen zu besprechen, ohne dass es für mich so, dass es sich für mich so anfühlt, als wäre es Arbeit, sondern es ist einfach Leidenschaft. Die Leute sind auf dem gleichen Weg und wollen die gleichen Dinge erreichen. Und das ist genau der Punkt, den du ansprichst mit der Extrameile, die man dann auch gerne geht. Ist das vielleicht auch eine von mehreren Fähigkeiten, die man so übertragen kann? Also mich würde auch noch interessieren, als Profifußballer braucht man ja auch eine gewisse Einstellung, gewisse Fähigkeiten, um sich durchzusetzen. Auch das wird dir natürlich aufgefallen sein mit allen, mit denen du zusammengespielt hast, bei dir selber auch. Was denkst du denn, für welche Fähigkeiten benötigt werden, um eben die auch parallel eben zu beiden Bereichen laufen, Sportwelt wie eben auch im Business? Also ich sag mal jetzt, aus meiner Sicht vom Sportler, ich glaube, es gibt viele Leute, die sagen, ja gut, was macht der schon groß im Leben? Der läuft halt einen Ball hinterher, schießt ab und zu mal ein Tor und kriegt dafür mega viel Geld. Von außen betrachtet vielleicht nicht so falsch, aber wenn man sich wirklich den Weg anschaut, den man gehen muss, dass man schon in sehr, sehr jungen Jahren eine sehr, sehr hohe Disziplin braucht zum Beispiel. Ich glaube, es geht los spätestens mit 12, 13, 14, wenn vielleicht die ersten Kumpels mal anfangen, ich sag mal, Mädels zu daten, mit 14 vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber man weiß ja, wie das ist, dann hängt man mal irgendwo auf dem Schulhof rum und bleibt dann mal länger draußen, fängt vielleicht mal an, das erste Bier zu trinken und geht dann irgendwann mal feiern und da war ich halt zum Beispiel jetzt aus meiner Sicht nie dabei. Also ich wusste genau, was ich wollte, ich war wirklich sehr, sehr fokussiert und diszipliniert. Also Punkt 1, Disziplin, Durchsetzungsvermögen, weil es gibt so viele Leute, die den Traum haben, halt Fußballer zu werden, die da wirklich auf die Pyramide immer weiter nach oben kommen wollen, um wirklich ganz oben anzukommen, ist sehr, sehr schwer. Also man schafft es nicht ohne Disziplin, Durchhaltevermögen. Man muss mental bereit sein, man muss Druck aushalten können, man muss mit Rückschlägen umgehen können, man muss auch in guten Phasen irgendwie einen kühlen Kopf bewahren, ohne dass man denkt, man ist der Größte, jetzt geht alles von alleine. Ja, man muss halt immer dranbleiben und vor allen Dingen, wenn man sieht, wie viele junge Leute hochkommen,
es hört halt nie auf, der Konkurrenzkampf ist immer gegeben. Und ich glaube, wenn man diese Faktoren mit rübernimmt in die normale Wirtschaft oder in Startups oder in den Bereich, wo weniger mit Fußball zu tun hat, dann sind das Sachen, wenn man die wirklich beherzigt und berücksichtigt, dann bringen die einen in jeder Lebensphase weiter, egal ob es im Business ist, ob es im Fußball ist oder auch im Privatleben ist. Und ich glaube, dass ich eine Menge Erfahrungen gesammelt habe, dass ich auch schon einige Fehler gemacht habe, dass ich mit super interessanten Leuten in Kontakt war und in Kontakt bin und einfach aus meiner Karriere so viel jetzt schon mitgenommen habe, dass ich glaube, dass ich auch, wenn ich in der Businesswelt nicht der Erfahrenste bin, da einfach wirklich so viel Nährwert auch mitbringen kann in eine Firma, dass ich sage, ich habe so viel Erfahrung, verschiedene Sprachen zum Beispiel, dass man da ja wirklich eine Brücke von Fußball zum Business kann man da auf jeden Fall schlagen. Sehr gute Antwort, bin ich voll bei dir. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Parallelen, die man auch sieht. Ich glaube, die man auch als jemand von unseren Zuhörern und Zuhörern gar nicht so nachempfinden kann. Auch die Rolle eines Investors ist natürlich nicht immer einfach, weil man da auch natürlich mit eingebunden ist in Entscheidungen, wichtige Entscheidungen einfach auch, die man eben gemeinsam mit den Unternehmen, in die man dann eben auch neben Kapital auch eigenes Wissen und eigene Informationen und eigene Passion und Herzblut mit reinsteckt. Und demzufolge ist es da eben ganz, ganz wichtig, eben alle, dass man auch kooperieren kann, dass man als Team eben da sehr gut zusammenarbeiten kann. Teamfähigkeit ganz wichtig, habe ich gerade nicht aufgezählt. Jürgen, du hattest ja jetzt eben viel darüber erzählt, was es auch eben für Führungsqualitäten braucht, um sich einerseits natürlich im Profifußball, aber auch im Geschäftsleben durchzusetzen. Zuletzt haben wir auch viel darüber geredet, dass man eben kooperieren muss und sich gegenseitig helfen muss. Jetzt ist es ja nicht nur so, dass du ein Interesse hast im wirtschaftlichen Sinne und natürlich im sportlichen Sinne, ist klar, sondern dass du auch in letzter Zeit vieles soziales Engagement gezeigt hast und da eben auch verschiedene Fähigkeiten eingebracht hast. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal erzählen, worauf ich hier vielleicht anspiele. Ja, klar, also soziales Engagement fing bei mir eigentlich relativ früh an, weil ich bin wirklich in meiner Anfangszeit halt extrem durchgestartet, habe dann wirklich auch sehr viel in sehr frühen Jahren schon erreicht, geschafft und auch große Verträge unterschrieben, dass ich dann relativ früh an dem Punkt war, dass ich gesagt habe, okay, dir geht's sehr gut, es gibt aber auch Leute, denen geht's deutlich schlechter oder auch überhaupt nicht gut und ja, habe dann proaktiv eigentlich UNICEF kontaktiert, weil ich mir überlegt hatte, okay, machst du deine eigene Stiftung oder arbeitest du vielleicht mit einem größeren Partner zusammen, der auch weltweit tätig ist und dann hat man sich mal mit UNICEF hingesetzt, hat so ein bisschen Brainstorming gemacht, wie man da zusammenfinden könnte, was man tun könnte und das war 2015. Seitdem habe ich verschiedene Projekte mit UNICEF schon begleitet, war schon unter anderem in Jordanien, also Grenze Syrien, habe da Flüchtlingscamps besucht und habe mir so ein bisschen ein Bild gemacht, wie das da vor Ort aussieht. Dann auch neben rein geldlichen Unterstützung habe ich da auch dafür gesorgt, dass da die Umstände in den Flüchtlingscamps ein bisschen besser wurden, sei es über Fußballschuhe, Fußbälle. In Zusammenarbeit auch mit Adidas haben wir da so ein bisschen unterstützend mitgewirkt und die Verbindung mit UNICEF, die ist jetzt schon fast 8 Jahre besteht die schon und haben da wirklich verschiedene Sachen gemacht, vor allen Dingen Kinderrechte, worauf ich mich so ein bisschen spezialisiert habe in Absprache mit UNICEF und bin da mittlerweile auch Ambassador geworden und bin da wirklich sehr, sehr stolz drauf. Und neben all dem, was uns natürlich alle so ein bisschen antreibt, also Erfolg und Anerkennung und auch das Wirtschaftliche, wie du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, wichtig, dass man ja seine Wurzeln nicht vergisst und auch immer weiß, dass es Leute gibt, denen geht es halt wirklich sehr, sehr schlecht und das auch nicht durch eigenes Verschulden, sondern durch vielleicht eine politische Situation oder Kriegsgebiete vor allen Dingen. Und da bin ich jetzt seit einigen Jahren aktiv und das ist halt was mir wirklich sehr am Herzen liegt. Auch ohne, dass ich da das unbedingt an die große Glocke hängen muss, dass ich dafür irgendwie Schulterklopfer haben möchte, sondern es kommt einfach
von mir von innen heraus, dass ich sage, okay, dir geht's super, du hast alles, was du im Leben brauchst, du hast Gesundheit, du hast finanzielle Rücklagen, du kannst reisen, du kannst Urlaub machen, aber es gibt Leute, die brauchen wirklich Unterstützung und da rufe ich halt auf, dass andere da mitmachen, dass die mithelfen und da nutze ich natürlich so ein bisschen auch die Bekanntheit, die ich habe oder hatte oder wie auch immer, um da auf Missstände aufmerksam zu machen und das wirklich mit einem Partner an meiner Seite, der sehr, sehr, ja, sehr, sehr viel Macht und Kraft hat und Einfluss hat und da wirklich Dinge bewegen kann. Du hast es ja auch schon erwähnt, also du bist Ambassador, also Botschafter. Das kann man auch erwähnen, das sind ja auch nicht so viele. Also die Anzahl an Botschaftern bei UNICEF ist einstellig, also es ist schon was Besonderes. Und du hast jetzt, also ich habe schon in der Folge 0 von uns erzählt, was die Kinder mir zurückgegeben haben in Ghana. Und du kannst ja auch mal gerne erzählen. Ich meine, klar, die finanziellen Mittel, die du jetzt hattest, habe ich natürlich nicht, aber einfach das Dasein oder wie du sagst, den Fußballschuhe geben oder Fußbälle geben oder einfach vor Ort zu sein. Was geben die Kinder dir da zurück? Ja, das ist halt genau das. Also das ist halt in der heutigen Welt, in der wir leben, sagen wir mal, Wirtschaftswelt oder auch Fußballwelt, ist natürlich sehr, sehr oberflächlich und da verfolgt jeder ein bisschen seine eigenen Ziele, jeder will vorankommen und als ich dann da war, in diesem Flüchtlingscamp, sich einfach mal mit so einer Familie hinzusetzen, das Leid in Anführungsstrichen sich anzuhören oder ja, mit so einem Kleinen einfach mal vor Ort dann Fußball zu spielen, ich bin mir ziemlich sicher, dass der gar nicht genau wusste, wer ich eigentlich bin, also der hat jetzt nicht Spaß gehabt, mit mir Fußball zu spielen, weil ich Julian Draxler bin, sondern einfach, weil da jemand kam, der sich dafür interessiert hat, für die Situation. Die haben gemerkt, die sind nicht alleine auf dieser Welt oder die kriegen Unterstützung. Und ja, mit der Familie ist man dann auch weiterhin in Kontakt geblieben, hat sich so ein bisschen angeguckt, wie sich das weiterentwickelt hat und hat dann im Sinne von schulischen Unterstützung, Bildung, alles so ein bisschen vorangetrieben, was natürlich ja, einem so ein Feedback gibt, was einem wirklich so ein bisschen das Herz erwärmt halt, weil es wenig damit zu tun hat, ob man jetzt den nächsten großen Vertrag unterschreibt, ob man wieder ins Ausland geht, eine neue Lebenserfahrung macht, sondern wirklich an der Basis da Liebe einfach zurückbekommt. Und das ist was glaube ich, in der heutigen Gesellschaft generell ein bisschen auf der Strecke bleibt. Und ja, neben all dem, was ich halt da Gutes geleistet habe für die oder für die Leute vor Ort, das ist halt wirklich das Feedback, was man da auch zurückbekommt. Das ist auch für einen selber sehr, sehr wichtig, weil man einfach merkt, okay, man hat was Gutes gemacht und ja, es gibt dann einfach so ein bisschen ein anderes Gefühl von Stolz sein auf sich selber und das hat dann wenig mit Karriere zu tun, mit finanziellen Möglichkeiten, mit Anerkennung, mit Titel vielleicht, sondern es ist einfach wirklich an der Basis, wo man merkt, okay, das Zwischenmenschliche ist halt auch wirklich sehr, sehr wichtig und ja, die Erfahrung will ich auf jeden Fall nicht missen und freue mich auch schon auf die nächsten Projekte, die da anstehen. Klasse, also würdest du im Nachgang betrachtet sagen, dass Fußball ist natürlich immer viel Glamour, viel Geld und alles, aber dass so eine Erfahrung, das bist du ja auch einer der wenigen, die das eben machen durfte. Wir haben vorhin erwähnt, dass es nicht viele Botschafter gibt und dass das natürlich auch eine ganz, ganz große Chance für dich selber war, dich durch dein Engagement sich auch als Mensch eben nochmal weiterzuentwickeln. Ja, auf jeden Fall, also ich meine, wir haben alle in unserem Alltag irgendwie unsere Problemchen oder würden gern, dass sich da oder da was verändert und das ist aber wirklich dann Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Also wenn man da vor Ort ist und sieht, welches Leid da herrscht, welche Probleme da herrschen, dann hinterfragt man natürlich auch seine eigene Situation nochmal ganz, ganz extrem, ne? Und sagt dann, gut, ob ich jetzt morgen vielleicht mal von Anfang an spiele oder ob ich erst in der 60. Minute reinkomme oder so, ist ärgerlich, aber naja, es gibt andere Probleme auf der Welt, die andere Leute haben, die da deutlich, deutlich wichtiger sind. Und ja, das war irgendwie auch von der mentalen Sicht her sehr, sehr wichtig, weil wenn man nur sich in seinem Bereich bewegt, in seiner Bubble bewegt, dann verliert man manchmal so ein bisschen den Blick für das Wesentliche, was eigentlich im Leben wichtig ist. Und das sind halt so Geschichten, die, wie ich gerade gesagt habe, natürlich hilft man da und man ermöglicht den Leuten was Besonderes, aber im Gegenzug kriegt man halt eben auch was zurück, was irgendwie mit Geld oder Erfolg oder Titeln oder so nicht bezahlbar ist. Und ja, das ist einfach eine ganz andere menschliche Ebene, die sich da
auf der man sich da bewegt. Und das ist immer wieder sehr, sehr schön. Schön gesagt, sehr schön gesagt. Julian, nochmal ganz kurz zum Thema. Du bist für viele junge Fußballer, oder du warst es oder bist es immer noch, ein Vorbild. Gibt es aber irgendjemanden, wo du sagst, das war mein Vorbild oder das ist bis heute mein fußballerisches Vorbild? Ja, auf jeden Fall. Also man hat natürlich als Kind so seine Helden, denen man nacheifert. Das war bei mir eigentlich immer Zidane, bis ich dann wirklich auf Schalke mit 17 in den Genuss gekommen bin, mit Raúl zu spielen. Also den fand ich schon immer, ja, der war halt Kapitän von Real Madrid, von den Galaktischen, der war einfach schon immer super cooler Typ, hat seine Tore gemacht, war da 15, 16 Jahre Stammspieler bei Real Madrid, Kapitän, wie ich gerade gesagt habe. Und als ich dann aber wirklich mit ihm zusammengespielt habe, auch auf der menschlichen Ebene, wo man halt auch gesehen hat, so, der hat alles im Leben erreicht, der hat 16, 17 Jahre bei Real Madrid gespielt und der kommt dann nach Schalke. Und wie er sich so der Mannschaft angenommen hat, wie er versucht hat, seine Erfahrungen einzubringen, wie er versucht hat zu helfen, neben all seiner sportlichen Kompetenz oder seinen sportlichen Fähigkeiten. Ja, wie er mich so an die Hand genommen hat, mir Sachen gezeigt hat, mein Spiel verbessert hat, mir auch beigebracht hat. Einfache, simple Dinge, wie man sich im Team verhält, wie man sich gegenüber den Familien von Teamkameraden verhält. Das war einfach ein Gentleman, sag ich mal. Der war 35, 36. Der hatte das alles eigentlich gar nicht mehr nötig, aber wie der sich da tagtäglich eingebracht hat, wie er sich den jungen Leuten angenommen hat und vor allen Dingen auch mir geholfen hat in meiner Karriere. Von daher ist für mich so eigentlich das größte Vorbild, dem ich begegnet bin in meiner aktiven Karriere, ist auf jeden Fall Raúl. Absolut coole Story. Witziger Fun Fact wieder. Mein erstes Trikot mit war von Raúl. Mein Vater war damals auch sehr begeistert von den Galaktischen und deren Fußball, die sie gespielt haben. Und sein Lieblingsspieler war damals auch Raúl. Ja. Und demzufolge hatte der kleine Philipp damals auch ein weißes Real Madrid-Trikot mit Raúl hinten drauf. Ist natürlich klasse, dieses Trikot nicht nur zu tragen, sondern auch mit demjenigen zusammenzuspielen. Ich glaube, wir können das gar nicht nachempfinden, wie das dann ist, wenn man da mit seinen Vorbildern dann eben zusammenspielt, zusammen auf dem Platz steht. Das war auch natürlich eine ganz einzigartige Konstellation. Und ich weiß noch, wie das Wellen geschlagen hat damals, dass Raúl in die Bundesliga kommt und einer der größten Stars, die jemals mit in dieser Liga mitgespielt haben. Und da blickt man natürlich auch nach all den Jahren noch mit Stolz auf die Aufnahmen zurück und denkt sich so, oh, Der hat auch mal bei uns gekickt. Ja. Noch viel besser muss es natürlich sein, wenn man tagtäglich mit ihm trainiert hat und da ganz viel lernen durfte. Ja, das war ja schon, ich war da damals 16, als ich mein erstes Training gemacht habe. Und man hat natürlich schon so ein bisschen Bange davor, in so eine Umkleidekabine zu kommen. Ich meine, da waren damals bei Schalke auch nochmal Spieler dabei, die schon einiges erreicht haben, so über Jefferson Farfán oder Jermaine Jones. Das waren schon irgendwie Figuren, Manuel Neuer, wo man gesagt hat, okay, mit denen teilst du dir jetzt eine Umkleidekabine, aber das ging noch. So, das war jetzt noch nicht so das Niveau, aber wenn man dann wirklich da reingekommen ist, und man ist so die Kabine entlang gelaufen, um den Leuten Hallo zu sagen, und dann war Nummer 7 und der stand dann halt wirklich da. Ne? Und du willst ihm die Hand geben, hast schon irgendwie schweißnasse Hände und willst dich vorstellen und willst direkt einen guten Eindruck machen und so. Und da steht halt wirklich der da 16, 17 Jahre bei Real Madrid irgendwie alles gewonnen hat und der steht dann da vor dir und ich kann mich da an alles erinnern, der hat dann vor dem Training vor dem Spiegel gestanden, hat seine Haare da gegelt, weil der hatte immer so eine schöne längere Haare gehabt, ne, die dann praktisch perfekt zu Real Madrid gepasst haben, immer alles schön gestriegelt und einfach ein Gentleman halt. Ne? Ja, und der stand dann da wirklich da in der Kabine und hat gar nicht viel geredet, aber der war einfach da und irgendwie die ganze Kabine hat sich verändert. Wenn der gerade vom Physiotisch aufgestanden ist und kam zurück in die Kabine, um seine Fußballschuhe anzuziehen, war irgendwie so ein bisschen Stille halt. Ne? Und alle haben geguckt, was macht der? Ist er fertig? Weil wir gehen erst raus, wenn er wirklich bereit ist zu trainieren. Ne? Weil wir gehen jetzt nicht vor und lassen den alleine in der Kabine zurück, sondern er ist der Anführer. Und wenn der sagt, so komm, wir gehen jetzt, dann sind wir halt rausgegangen. Ne? Und das ist einfach so Geschichten, die nimmt man mit fürs Leben. Der lag immer auf der gleichen Behandlungsbank, hat immer den gleichen Physio gehabt.
Und ich war 17, ich kann mich an eine Situation erinnern, da hatte ich ein bisschen muskuläre Probleme. Das war ja damals sowieso im Fußball so, wenn du 17 warst, da hattest du einfach keine muskulären Probleme zu haben. Ging einfach schon mal gar nicht. Und dann hat der Physio hat mich so ein bisschen behandelt. Und Raoul kam um die Ecke und hat mich halt auf seiner Bank gesehen mit seinem Physio. Und dann habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht, alle hören auf zu reden. Und der Physio guckt Raoul an, guckt mich an. Ich gucke Raoul an. Und dann einfach, keiner hat was gesagt, aber ich bin einfach aufgestanden, bin duschen gegangen und habe mir seinen Platz gelassen. Aber es war so selbstverständlich, weißt du, wie ich meine? Und das sind so kleine Geschichten, die man da so im Fußball mitnimmt. Ich bin auch heute noch mit ihm ab und zu in Kontakt und er ist einfach stolz geworden. Er hat mir so viele Türen aufgemacht, er hat mir so viel geholfen. Und von daher Vorbild Raoul auf jeden Fall. Was würdest du sagen? Wo warst du aufgeregter? Erste Mal Messi sehen oder erste Mal Raul sehen? Es war so ein bisschen das gleiche Gefühl. Ach, krass. Ehrlich, es war ein bisschen das gleiche Gefühl. Ich meine, klar, als Messi dann kam, man war schon Weltmeister, man hat auch schon ein paar Jahre bei Paris gespielt, man hat schon viele Titel gewonnen. Aber mit Raúl war es nochmal, glaube ich, ein bisschen spezieller, weil man war wirklich ein kleiner Junge, der seinen Traum verwirklicht hat, mal mit den Profis zu trainieren, war schon aufgeregt genug, die anderen Spieler zu treffen. Und dann kam das auch noch so zusammen, dass er praktisch zu Schalke gekommen ist, genau da, wo ich meine ersten Schritte im Profibereich gemacht habe. Und das war halt nicht irgendein Spieler, sondern das war halt, ja, der Spieler der Bundesliga, der einfach einen Glamour-Faktor hatte, wo selbst irgendwie 30-jährige Leute in der Kabine gesagt haben, ey, der ist wirklich hier. Deswegen sehr nah beieinander, aber ich würde Raoul wahrscheinlich noch eine Nummer höher einstufen. Absolut. Jetzt hast du natürlich gesagt, man lernt auch von so einer Person ganz, ganz viel. Manche Dinge kann man aber leider nicht von anderen lernen, egal wie sehr sie einen dort versuchen, eben zu formen und zu unterstützen. Und zwar will ich auf das Thema Druck eingehen und natürlich auch Misserfolge, Rückschläge. Wie bist du denn damit umgegangen? Also auch gerade du warst ja auch nicht befreit von Verletzungspech. Wie entwickelt man da so eine mentale Stärke und wie motiviert man sich in so schwierigen Zeiten dann? Ist unterschiedlich, je nachdem, in welcher Karrierephase man sich befindet. Thema Druck war bei mir eigentlich immer sehr speziell, weil ich halt mit 17, 18 einen Weg eingeschlagen habe, der wirklich durch die Decke ging halt, ne? Und innerhalb von ein, zwei Jahren war ich halt nicht mehr der Kleine, der gerade aus der A-Jugend kommt, sondern ich war ganz schnell irgendwie der Spieler, mit dem bei Schalke so ein bisschen das Spiel, ja, steht oder fällt. Und wenn ich gut war, war die Mannschaft gut. Wenn ich nicht gut war, dann hat irgendwas gefehlt und dann war ich halt auch schnell das Zentrum der Kritik. Und mit 18, 19 war es für mich unheimlich schwer, damit umzugehen, weil man war es gewohnt, in der A-Jugend Woche für Woche seine Tore zu machen. Das lief. Kein medialer Druck, keine große Aufmerksamkeit, einfach Spaß am Fußball. Und dann plötzlich, ja, waren so Spieler wie Raoul nicht mehr da und man war selber ja, im Zentrum der Aufmerksamkeit. Und das war gerade in der ersten Phase meiner Karriere dann wirklich schwer. Ja, man hat sich da irgendwie dann so durchgewurschelt. Dann hat man vielleicht, ja, die ein oder andere Verletzung gehabt, wo man auch gesagt hat, so, das könnte durchaus sein, dass es vielleicht so ein bisschen auch mental alles zu viel wurde, dass der Körper sich dann gemeldet hat und gesagt hat, so, jetzt brauchst du mal eine Pause von dem Ganzen. Ja, dann gibt es anderen Druck, wo du sagst, okay, du spielst jetzt bei Paris Saint-Germain, du hast auf jeder Position drei, vier Leute, die Weltklasse sind und du musst dich da irgendwie behaupten, du musst dich da irgendwie durchsetzen. Ja, du hast den alltäglichen Druck im Training, du willst dem Trainer beweisen, du willst dem Manager beweisen, du willst es deinem Mitspieler beweisen, dass du spielen musst, dass du der Bessere bist, dass du der Beste bist. Ja, du willst deinen Platz verteidigen, du willst weiter Nationalspieler bleiben. Wenn du im Verein nicht spielst, dann spielst du in der Nationalmannschaft nicht. So ist es ja normalerweise. Dann, ja, man muss einfach gefestigt sein, man muss seine Erfahrungen machen. Man geht auch mal durch sehr, sehr schwere Zeiten, durch sehr, sehr schwere Phasen, aber da hat man dann natürlich auch Familie dahinter, die einem helfen, die dann immer wieder so ein bisschen erden, ja, die dann sagen, okay, wenn du jetzt bei Paris Saint-Germain spielst und die kaufen halt den Neymar und den Mbappé in der gleichen Transferphase, ja, dann bist du erstmal hinten dran, weil die haben beide zusammen irgendwie 400 Millionen gekostet und jetzt musst du gucken, dass du da irgendwie dein Schlupfloch findest, um da weiterzuspielen, ne? Und das ändert sich halt im Fußball tagtäglich und sehr, sehr schnell. Und ich glaube, man darf nicht den Blick für das Große und Ganze verlieren, dass man sagt, okay, es gibt
Wichtigeres im Leben, als irgendwie Stammspieler zu sein oder 30 Minuten mehr oder weniger zu spielen, aber man darf natürlich auch nicht so den Faden verlieren, dass man sagt, so, mir ist alles egal, Fußball ist Fußball, weil das ist einfach Leidenschaft, man hat da einen gewissen Antrieb immer, auch sich selber zu beweisen, wie gut man ist und ja, von daher, es gibt viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich habe es meistens mit mir selber ausgemacht und wenn es mir dann ganz zu viel wurde, hatte ich noch die Familie dahinter. Kann aber auch verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, so, ich brauche da von extern ein bisschen Unterstützung, sei es Mentalcoaches oder mentales Training. Bin ich allem absolut offen gegenüber. Habe ich auch mal ausprobiert, weil es aber nicht unbedingt mein Ding. Du sagst ja, also Fußball ist sehr schnelllebig. Du musstest schon früh mit sowas wie Druck umgehen und auch Verantwortung. Du warst ja auch der jüngste Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Wie war das genau, also als du erfahren hast, dass du Kapitän bist, und wie war das dann, so eine krasse Verantwortung zu haben? Ja, das erste Mal, wo ich Kapitän war, war ich, glaube ich, 18. Das war aber in Anführungsstrichen nur ein Vorbereitungsspiel auf die WM 2014. Da war eigentlich eine bessere U21 auf dem Platz und ich war halt der die meisten Länderspiele hatte und wurde von daher von Jogi Löw zum Kapitän da ernannt für das eine Spiel. Was schwieriger war oder wichtiger war in meinen Augen, war dann der Confederations Cup, wo es wirklich ein Turnier ging, wo Jogi Löw mir relativ früh in Aussicht gestellt hat, dass ich da auch der Kapitän bin, und weil ich wirklich gerade bei Paris Saint-Germain wahrscheinlich meine beste Phase hatte in der Karriere. War immer noch sehr jung, war 23 und dann sind wir zum Confed Cup und ja, mussten uns da dann halt ja, der Anforderung stellen, dass viele gestandene Spieler nicht dabei waren. Ja, und dann war ich Kapitän und dann kommt man natürlich zum ersten Mal auch in eine Rolle, wo man sagt, boah, das ist schon krass, also spielst du jetzt für Deutschland, bist hier der Kapitän und musst irgendwie gucken, dass eine komplett neu zusammengewürfelte Mannschaft gut zusammenpasst, dass sie zusammenhält, dass eine gute Mischung herrscht zwischen Spaß und Ernst und auch Druck, aber Lockerheit, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehe mich aber nicht so als klassischer Kapitän, der dann halt wirklich da große Reden schwingt und sagt, ja, so und so wird es heute gemacht und nicht anders. Also ich bin eher so jemand, der dann andere Leute noch mit ins Boot nimmt und sagt so, guck mal, du hast deine Erfahrung, ich habe meine Erfahrung, du bist ein bisschen älter als ich, auf deine Stimme kommt es auch an, was machen wir nicht, sind so einfache Sachen wie, die Mannschaft wollte zum Beispiel nach einem Spiel mal ein bisschen raus. Wir waren damals in Sotschi in Russland und waren schon ein paar Wochen da und dann ging es darum, ob wir einen kleinen Mannschaftsabend machen oder nicht. Und dann, klar, muss man als Kapitän zum Trainer und fragen, Trainer, dürfen wir ein bisschen? Ne? Und der sagt dann, ja, klar, aber es liegt in eurer Verantwortung oder in deiner Verantwortung, dass alle mehr oder weniger pünktlich nach Hause kommen. Ne? Und dann gab es eine Situation mit meinem guten Kumpel Sandro Wagner damals. Der wollte halt nicht unbedingt zum Zapfenstreich zurück ins Hotel, ne? Und der war aber schon 30 oder 31 und ich war 23. Ich meine, der hatte zwei Kinder und ich kann ihm ja jetzt als 23-Jähriger nicht sagen, so, ab in den Bus, wir fahren jetzt nach Hause. Ne? Dann habe ich nicht gesagt, so, mal ganz ehrlich. Komm schon, Sandro, los geht's. Ja, wenn du hier bleiben willst, ich meine, ich kann dir nicht sagen, du musst jetzt nach Hause. Ne? Du bist alt genug, du weißt, was du machen musst. Ich sage dir nur, also ich habe dem Jogi halt so ein Versprechen abgegeben, dass wir das schon hinkriegen, dass wir ja immer noch wissen, dass wir hier mitten im Turnier sind. Ne? Da wird jetzt nicht über die Stränge geschlagen und so. Und das sind halt so Fähigkeiten, glaube ich, die ich habe, dass ich irgendwie in meiner ganzen Karriere mit jedem und unterschiedlichen Charakteren gut auskam und immer genau wusste, wie ich mit denen reden muss oder wie ich mit denen umgehen muss. Und mit Sandro Wagner war eigentlich ein ganz kurzes Intermezzo, halt diese 4-5 Wochen bei dem Confed Cup, aber der ist einfach so zum Kumpel geworden und wir lachen uns heute noch teilweise darüber kaputt, wie er da damals gesagt hat, boah, lass noch bleiben, und dann im Endeffekt ich ihm so gesagt habe, so ganz ehrlich, mach, was du willst, ich nehme den Rest der Mannschaft ja und ab, wenn am Ende das Probleme gibt, dann du bist alt genug, dann liegt es an dir. Ne? So viel zum Thema, also es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, irgendwie Leader zu sein.
Absolut, absolut. Ich finde, ich sehe da komplett die Parallelen auch wieder zur Geschäftswelt, dass man eben auch als junger Mensch mit älteren Mitspielern oder älteren Kollegen dann eben auch irgendwo Leader sein muss, da eine Richtung vorgibt. Und ich glaube, die meisten, man kennt ihn natürlich nicht persönlich, aber können Sandro Wagner in seiner Persönlichkeit ein bisschen einordnen und wissen auch, dass das ein gestandener Charakter ist. Und da ist es ganz, ganz wichtig, eben die ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten eben auch wissen, wie man die anders behandelt, aber halt auch zu wissen, okay, jeder braucht auch genau die unterschiedliche Behandlung, damit sie einerseits natürlich performen können, aber auch, dass man eben weiß, ein Spieler ist vielleicht älter, erfahrener, hat ein anderes Standing und mit dem muss ich halt anders reden, als mit einem, der 17 Jahre alt ist. Ja, das ist so. Und das unabhängig von der Nationalmannschaft, das ist auch eine Erfahrung, die ich halt in Paris über die Jahre hinweg gemacht habe, mit verschiedenen Trainern, mit wirklich Charakteren, mit also Ego, viel größeres Ego kann man nicht haben, als die Spieler, die halt wirklich hier unter Vertrag stehen und in ihrer Karriere alles gewonnen haben. Und ja, da, wie du gerade gesagt hast, da gibt es halt wirklich Unterschiede, die man machen muss, wie man mit jemandem redet, wie man auch als Trainer jemanden verkauft, dass er vielleicht mal nicht von Anfang an spielt. Das ist halt wirklich ja Tag und Nacht, wenn du irgendwo beim deutschen Club spielst, der im Mittelfeld in der Bundesliga steht, da musst du halt ein anderer Trainer sein als bei Paris Saint-Germain, wo irgendwie von 15 Spielern, die in Frage kommen, Startelf zu spielen, jeder irgendwie ein Superstar ist. Ne? Da braucht man schon gewisses Fingerspitzengefühl und auch ja, man muss genau wissen, wen packe ich wie an. Und das ist, glaube ich, die größte Stärke, die man da auch als Trainer oder als Manager haben muss, um in solchen Bereichen dann zu bestehen. Ich finde, das war eine gute Zusammenfassung. Wir haben noch mal eine kleine Rubrik vorbereitet. Und zwar nennt sich das Fragenhagel. Bedeutet, wir werden dich mit Fragen zuhageln und du musst so schnell es geht antworten. Und ich würde einfach mal vorschlagen, dass ich anfange, Josi. Und schnelle erste Frage, die hast du, glaube ich, schon beantwortet. Mein Lieblings-Schalke-Spieler aller Zeiten ist? Raul. Lustigster Mitspieler. Lustigster Mitspieler. Lukas Podolski. Bolli. Vorlage oder Tor? Vorlage mittlerweile. Schön. Bist du ein schlechter Verlierer oder ein schlechter Gewinner? Eher schlechter Verlierer. Bester Trainer bisher? Am meisten zu verdanken Felix Magath, Jogi Löw. Sehr schön. Champions League Gewinn oder WM Gewinn? Sage ich natürlich WM. Champions League habe ich leider nicht. Du hast eben schon mal einen Namen genannt, den Herrn Felix Magath. Der ist ja auch so ein bisschen bekannt dafür, dass er sehr intensives Training macht und da der Spieler an seine Belastungsgrenze muss in der Vorbereitung. Aber deswegen die Frage, bei welchem Trainer härteste Vorbereitung? Felix. Welcher Spieler hat die beste Technik? Puh. Schwer. Mesut Özil. Mesut. Unangenehmster, schwerster Gegenspieler? Da gab es einige. Sergio Ramos. Neuer oder Buffon? Tut immer weh. Oh, Neuer, Buffon. Neuer. Jetzt kommt die schwerste Frage. Einen Tag mit Dortmund-Trikot rumlaufen oder nie wieder ins Schalke-Stadion dürfen? Ich nehme einen Tag Dortmund-Trikot. Messi, Ronaldo oder Neymar? Da glaube ich, können wir uns erst beantworten. Messi. Gibt es ein bestimmtes Spiel, welches du gern nochmal erleben würdest und wenn ja, welches ist es? Wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen könnte, ich glaube, ich würde gerne nochmal das Rückspiel Paris Saint-Germain Barcelona spielen. Das legendäre Spiel. 4-0 im Hinspiel gewonnen und haben das Rückspiel 6-1 verloren. Also ich glaube, das passiert einmal in 200 Spielen.
Und das tut jetzt noch weh, wenn ich darüber rede. Von daher, also das Spiel im Camp Nou gegen Barcelona würde ich gerne nochmal spielen. Sehr gut. Letzte Frage. Was meinst du, wie wird die Bundesliga-Saison ausgehen? Platz 1 bis Platz 5? Platz 1 bis 5. Ja, Klassiker, Bayern wird Meister. Leipzig wird Zweiter. Dortmund wird Dritter. Leverkusen wird Vierter. Und Frankfurt wird Fünfter. Sehr schön. Geschafft. Danke dir, Julian. Sehr gut. Sehr gut. Dann haben wir auch unsere Rubrik abgeschlossen. Wir haben heute eine lange Folge, aber eine sehr, sehr schöne Folge zusammen aufgenommen. Deswegen ganz, ganz großes Dankeschön an dich, Julian, für deine Zeit. Und für die Zuschauer, danke fürs Reinhören und Einschalten. Wir sehen uns ganz bald wieder mit einem weiteren Gast und wünschen euch noch einen schönen Tag. Dankeschön. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Sportfunk, dem Podcast von Coach Whisperer.